Hallo liebe Leute, willkommen beim L22 auf der Challenge Projekt. So, DJ Wodka ist nicht da. Ich muss wieder alleine, weil ihr habt bei ihm alles und alles. Wenn ihr nicht da ist, dann mache ich alleine nicht. So, wir müssen Excel. Ihr habt den Anhänger hinten dran. Wir müssen jetzt zwei Felder Excel. Und dann müssen wir wahrscheinlich dann pflügen. Pflügen. Die Wiese jetzt neu gedüngt, muss ich noch mal einen Tag warten für die anderen zwei da hinten, die muss noch mal gedüngt werden. Dann nach wird dann gepflügt, wenn es geht, und dann direkt dann der Gras drauf. Aber bevor ich das an der Gras drauf sehe, muss oben die Dinge, die Bäume weg, alle. Und bei der Statue müssen alle weg, den muss oben, die ganze Pumpen muss da weg. Zeigen. Das sind Hang oben, kommt alles weg. Unten am Straßenrand kommt alles weg, weil ich brauche die Platz. Kommt jetzt nur die scheiß Infos vom Ding. Dann müssten wir Etage und Gras, die sind jetzt gerade dran am Kern. Und Gras, das dauert jetzt ein, zwei Tage. Jetzt müssen wir meistens sind die dann für die Biogasanlage so weit vorgeschritten, dass wir dann nur noch die, dann müssten wir Förderbänder dazu legen, dass die Förderbänder die. Warte, schnell gucken. Ja, die an obern. Aber ich bin gegen zuerst die hinteren. Weil das muss was weg. Hinten. Weil eine Feld will ich noch kaufen. Dann haben wir so mehr oder weniger große Felder noch. Genau, die links neben mir kaufen, weil dann können wir die beiden dann mehr oder weniger. Warte mal. Jetzt muss ich mit außen gucken. Ein Zugang. Fahren. Man könnte zwar schneller fahren, aber weil ich habe zu Lehrmittel nachgefüllt in der Zeit, wo wir offline waren. So, aber wenn wir. Oh shit. Ich habe irgendwas gedrückt. Aber ich wollte den. Beistellen. Dann könnten wir, glaube ich, langsam die Milch ab, also an der Molkerei abliefern bei uns. Bei uns. Ich bin mir überlegen, den Helfer laufen zu lassen und dann wir nebenbei noch anders abmachen können. Weil wie sieht dann mit Milch aus? Hier, Milch, Stroh haben wir, Milch 25.000, wir könnten jetzt schon mal loslegen. Jo, ein noch. Man könnte jetzt direkt die Milch abliefern an die Molkerei bei uns. Bin eben am Überlegen, auch noch zwei Tanks zu kaufen. Ein, sondern zwei, direkt zwei Tanks kaufen. Weil die Tanks könnten wir einnehmen für die Milch. Aber momentan bringt uns
Sprite tanken wir gar nicht. Gar nicht. Darum bin ich mir überlegen, der LKW tank holen, da können wir mal mehr mit dem LKW fahren. Aber wiederum das Problem ist, der Standort ist schon sehr, sehr groß. Oder kurz mieten. Dann habe ich noch zurück, dass der schön mit weil wenn ich Pferd fahren lasse, dann dauert er einfach ewig 3 Jahre, wenn ich längs fahren lasse, dann geht schneller. Nur, was mir ein bisschen Sorgen macht, wegen Platz. Weil wir müssen eigentlich auch mehr Sachen mehr machen, mehr tun. Aber besser wäre, wenn wir die Kühe jetzt mal die Milch abliefern. Milch schnell abliefern und dann also zum Beispiel die Büsche hier können wir eigentlich auch wegbatteln. Ich will kein Wiese mehr kaufen. Das ist das, die Wiese gehört dann mit dem Dichwodka. Weil eben wie gesagt, das gehört. Oh. Langsam fahren hier. Dass ich ihn mal runterfahren lasse, mit dabei bin, immer die Drehung gemacht hat, und dann könnten wir dann eben wie gesagt die Milch mal abliefern an die Molkerei. Dann haben wir noch zusätzlich am Laufen ist die das hier, sondern die sind ja auch am Laufen, dass wir Kalk kaufen, also Kalk holen können, ohne dass wir Kalk kaufen müssen. Also dass wir das schon mal Geld sparen. Weil der Düngerstreuer kommt weg. Weil der Kalkstreuer behalten wir. Also falls wir jetzt bis nächstes Jahr so viel Gülle kriegen, dass wir sagen können, ey, Gülle behalten wir, die Kalksteuer geht weg und Ding kommt zu. Dass wir den mal fahren. Weil Mais produziert sehr, sehr viel. Und wie gesagt, wollte eben die zwei Felder, weil die Sache ist, wenn die. Warte mal, die. Genau, die. Wenn die auch noch hab, können wir die zusammenkuppeln und dann hätten wir ein großes Feld, weil das ist schon ein großes Feld für Mais. Und dann haben wir die. Oder wir verkaufen den und den hier und dafür bald wieder restliche. Weil hier Mais langt, weil dann können wir die beiden als Getreide machen. Zum Beispiel. Beispiel. Fährt jetzt runter. Ich bin mal gespannt, wie er fährt. Also hat gesehen, dass hier noch Mais gibt. Darum fährt er jetzt nochmal runter. Ich mache den Bogen. Bogen, Bogen, Bogen.
Er schlägt mir komplett ein, wo wir sein sollen. Also Hilfe macht eben nichts am Aus. Nein, 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 nein. Kannst du schön vergessen, Kollege. Mit drin anfangen. Weil unten noch Platz hat für Mais. Das ist so wieder so ein typisch Helfer. Teil. Nehmen wir schnell rüber. Genau, das hier muss, bin ich noch mal überlegen, den 928 zu nehmen mit dem Ding. Mal überlegen, dass wir den 39, mit dem Ding fahren können. So, dann müssten wir der LKW da drin. Wieso geht das Ding nicht so, wie es sein soll? Nervt voll übel. Weil guck, hier läuft er und hier läuft er wieder nicht. Weil soll. Nehmen wir den schnell. Und Kuppel. Nehmen wir gar nichts. Mieten wir schnell den. Oh, la 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 la. Den Auflieger für die Wasser. Guck. Oh. Warte mal, das fahren wir halt mit dem Lenkrad. Ist einfach rum. Wir fahren zum Händler, weil da steht noch Sachen vom DJ Wodka noch. Aber das ist egal, weil das, wir brauchen nur die leckt ab und zu wenig Info. Das ist ein bisschen komisch. Aber das leckt das, denn da den wieder nicht, denn doch, den nicht. So, weißt du was, wir kaufen den. Also den holen wir auch noch, aber der Milch jetzt erst haben. 32 kaufen. Aber Milch ist weiß. White. Oh nee. Nein. Weil weiß, das ist nicht weiß, das ist so komisch. Komisch. Dann nehmen wir, den S. Ja. Ja. Oh nein, das ist ein da jetzt bei mir ist im AS ja und dann 032 oh wow der wird einfach hier reingespawnt. Haben wir wieder weiter. So, der kommt jetzt zum Kuhstall hin. Kuhstall. Und laden wir jetzt Ding auf.
Milch. Milch. Müssen wir noch gucken, wo die Milchaufladung ist. Bitte, das gehört zur das Kühler. Warte mal, wo ist die Milch? Milch ist hier. Wir können eh alles laden. Übrig bleibt, können wir ja auch. Ja, hier ist die Milch. Gut. Dann, was haben wir gesagt? Wir machen hier auch noch. Nein. Käse aktivieren. Also hier. Jede Packung. Ja gut, Butter könnten wir auch, aber wenn wir auf den Preis gucken. Butter, Butter. Butter ist 1,918 Käse. Das ist doppelter Preis. Darum Käse. Machen wir ordentlich wieder Kohle. Mal gucken, glaube ich. Hier haben wir sogar. So, wie viel Liter Milch können wir da reinballern? 50.000. Solange das Ditch Wodka das unter Platz hat, wird schwierig mit dem. Weil ich wollte noch Trauben und Ölrichtung noch machen, nebenbei. So, wir laden auf. Okay. Dann laden wir hier die Kühler noch schnell auf. Oh. Es bringt sehr, sehr viel. Sehr. Weil wir den dann auch wieder brauchen. Hier steht der 69. So, der kommt da, wo der warte mal, erster GZ. Ah. Nein, das ist noch schwieriger. Nein! Er fängt gar nicht mehr auf. So, das Ding. Aber dass die Kamera jetzt nicht so mitkommt, wenn ich gerne möchte. Okay. Ey, nur wegen Minimum. Zufall. Bringen wir schnell zum Exler wieder rüber. Gucken, wenn er macht.
nichts stehen lassen, da auch nicht. Das ist okay. Ganz gut. Wir sind gleich fertig. Dann könnten wir noch machen. Der Separator läuft eh nicht. Ich finde es schade, der Separator muss man immer manuell starten. Das finde ich schade. Ist Lager leer. Kann ich den nicht laufen lassen. Das finde ich ein bisschen schade. Genau, weil ich will noch zwei Dinge haben. Förderbänder, genau. Förderbänder, einmal für hier und einmal für den hier. Dass er permanent läuft. Ja, dass der permanent läuft. Dann. Balltasten nur teilweise rumspielen. Entweder das Spiel jetzt gerade eine Runde mache oder. Doch, ja. Hier läuft noch. Hier wird nach und nach gefüttert. Stroh, brauchen die Stroh? Nee, nicht. Ich hab kurz mal Stroh gegeben. Und eine Kühe läuft. Hier können zwar nicht raus, aber. Weil dann könnten wir noch schnell eben zusammen den Ding anbauen. Mühle. Weil die sind Punkte da, wo ich noch gucken muss und auch mit euch schauen muss. Vielleicht die Bäume gehen aber wahrscheinlich auch weg von dieser Wiese. Vielleicht im Winterzeit. Im Winter haben wir eh nichts zu tun, also können wir eigentlich rein theoretisch die Bäume fällen. Gut, also Leute. Ich bin mir überlegen, entweder Axtschnitzel machen oder Bäume. Aber hier. So. Kommt. Die ganze Reihe hier kommt weg. Ich muss gucken, ob der Bonzer kann ab Ding teilweise gibt, dass er sagt, nein, die geht gar nicht. Die hier. Also die ganze Reihe hier. Bis hinten. Die zwei, denn die 4-5 Bäume hier hinten. Aber den können wir auch mehr von der Wiese benutzen. Hier. Die hier. Die zwei und da hinten sind auch noch ein paar Stück. Plus das Wald hier drin. Weil ich möchte gern die ganze Wiese oder ganzes Feld als Wiese benutzen. Darum muss alle die Bäume hier alle weg. Weil dann haben wir noch mehr Gras, aber dann haben wir auch mehr zu tun. Dann, was auch noch ist. Und es kommt deutsches Gras. Weil wir haben momentan amerikanisches Gras und es kommt dann deutsches Gras. Hier auch. Flügen und direkt deutsches Gras. Dann. Hier würde ich gern auch die zwei, glaube ich, wegmachen. Die. Ich glaube, die hier ist, glaube ich, nur zwei Bäume, oder? Ja, einer könnte ich auch alle wegnehmen, aber dann haben wir keine Natur, so Schönheiten. Also die zwei würde ich schon gerne wegnehmen. Oder wir lassen es. Mal gucken, wie die Winterzeit wird. Winterzeit wird. Dann ist hier noch ansehen. Ayo, ich weiß, wenn ich jetzt das noch machen kann. Der Flug ist hier drin, ne? Flug eigentlich. Ja. Was nehmen wir den schnell? Look. Look. Look.
Aber wir sind bald Ende von unserem Aufnahmen. Also muss man da oben nicht fliegen. Warte mal, fliegen. Was müssen wir genau alles fliegen? Nein. Nein. Bald werden Unkraut ein. Englisch dort pflügen. Oder wir pflügen nicht aktiv. Wahrscheinlich ein bisschen einstellen schon. Ich habe gedacht, pflügen haben wir drin, glaube ich. Pflügen notwendig. Ah. Jetzt. Ja, und beide Wiesen müssen wir pflügen, also die Maisfelder nicht mehr. Gut. Dann wissen wir, beide Graswiesen müssen gepflügt werden. Gut, dann schalten wir das Ding wieder aus. Müssen wir nicht. Alter. Dann hole ich die Seemaschine raus. Die Maschine braucht, glaube ich, nur 250 PS oder so. Und das ist mein 724 ist schon die Maschine dran. Das geht jetzt Razzi Fazzi. So. Ich will gerade den schönen Beladewagen hin. Fahren hier. Den Ding. Den 24er jetzt schnell. Wir machen da Weizen. So, was können wir jetzt ansehen? Weizen. Okay, das können wir auch. Aber für die Preise her, was ist der Unterschied eigentlich? Weizen kriegt man 5. Ja, also der Preisunterschied ist nicht wirklich groß, Leute. Dann sehen wir jetzt schnell drauf. Drauf. Also teilweise ja, so denke ich mir, so ich hätte lieber den 300, den 39er genommen. Weiß was mache ich, so einfach Ding. So. Extra. Kann ja noch nicht fertig denken. Der Mais wird ganz. Also wenn wir jetzt schon 30% haben, das wird dann ganz. Leute. Dann können wir gar nichts mehr machen, Leute. Das ist ganz klar, dann haben wir sowieso radikal voll mit Mais.
Weil wenn eine Wiese schon über 30% macht die andere Wiese, also die anderen Felder noch mehr Prozente. Aber radikal. So, mein Lieben, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.